Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate der KW12 vom 18. März bis zum 24. März 2019. Ja, die letzten Wochen waren ziemlich ungemütlich, dies wird sich jetzt ändern. Hochdruckwetter ist angesagt, aber heute ist nochmal Schmuddelwetter. Bei leichter bis starker Bewölkung schauert und schneeschauert es regional. Die Sonne lässt sich aber häufiger sehen bei 5 bis 11 Grad. Schon am Montagabend ziehen die Wolken ab und es wird klar. Dabei sinken die Nachtwerte auf Werte zwischen minus 2 bis minus 7 Grad ab. Der Tag ist bei 5 bis 13 Grad recht freundlich. Nur im Osten kommt die Bewölkung etwas robuster sein, es bleibt aber trocken. Auch der Mittwoch wird bei frühlingshaften 8 bis 16 Grad heiter bis sonnig. Im Norden sind am Nachmittag ein paar Schauer möglich, die auch bis zum Abend nach Sachsen und dann nach Tschechien abziehen. Der Trend: Es wird noch einen Ticken wärmer. Die Nächte sind dann auch größtenteils frostfrei. Dabei bleibt es bei leichter bis starker Bewölkung trocken. 10 bis 19 Grad am Donnerstag, 13 bis 21 am Freitag, 11 bis 21 am Samstag und 10 bis 20 am Sonntag. An den Küsten ist es etwas kühler, da werden Höchstwerte zwischen 7 und 11 Grad erreicht. Die Aussichten: In der nächsten KW bleibt uns das Hochdruckwetter vorerst erhalten. Ob wir aber auch weiterhin warme Temperaturen haben werden, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss und bye bye, euer Cedric.